Wollen wir werden wie alle Altparteien? Wollen wir im Endeffekt fremdgesteuert werden von außen und dann eine von außen fremdgesteuerte Führung oktroyiert dann, also zwingt auf, den Mitgliedern eigentlich den fremden Willen und entmachtet eigentlich die Mitglieder und macht sie eigentlich noch zur Verfügungsmasse für einen fremden Willen? Wir haben alles ausgesucht, weil sie die gewünschten Ideen gut repräsentiert, sagte Tom mehrmals. Tom sagte, wir haben alles ausgesucht, weil sie die gewünschten Ideen gut repräsentiert. Hörte sich das etwa nach einer Steuerung von Alice Weidel durch Kräfte von außerhalb der AfD an? Wer waren wir? Reiche Leute, Geheimdienste unserer politischen Gegner oder eine Mischung aus diesen dreien? Weitere Möglichkeiten fallen mir nicht ein. Steuern Sie Frau Weidel auch heute noch über Herrn Rohrböck? Bezeichnet sich selbst als Söldner, der Aufträge ausführt. Mir wurde er vorgestellt so als ein Kenner der deutschen und auch der österreichischen Polizszene. Tom erweckt den Eindruck, dass er wirklich der Strippenzieher ist, dass man ihn fast schon so als Königsmacher bezeichnen könnte. Und weil Sie jetzt wissen, von was ich rede, sage ich es auch noch dazu. Germany first. Deutschland zuerst. Deswegen denke ich, dass es logisch ist, dass bevor wir uns unser Land zurückholen können, wir erstmal uns unsere Partei zurückholen müssen.